Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.3. Hallo, heute ein schneller Einstieg. Ein Nutzer hatte gefragt, wie man auf einer PCB-Layout-Platine Komponenten kopieren kann, um damit den Nutzen zu erhöhen. Das möchte ich euch heute zeigen. Und vor allen Dingen, was dabei zu beachten ist. Wir haben hier als erstes mal FreeCAD geöffnet. Damit möchte ich jetzt mal hier schnell den Edge Cut zeichnen. Und zwar einen 10x10 Edge Cut. Für die meisten Layout-Hersteller ist das die Minimum-Vorgabe. Und darauf möchte ich dann viermal eine Schaltung erzeugen. Oder ein und dieselbe Schaltung erstellen. So, wir erstellen uns hier eine Skizze auf der XY-Plane. Und wir ziehen hier ein Viereck. Das Ganze positionieren wir schön sauber mittenzentrig. Und dann sagen wir, die beiden Seiten sollen hier gleich sein. Und wir vergeben noch eine Bemaßung. Und zwar hier 100 mm. Wir zoomen aus der ganzen Sache ein bisschen raus. Mit Rechtsklick das Werkzeug beenden. So, dann können wir das hier sauber positionieren. Wir haben jetzt also hier unser Viereck. Dann nehmen wir noch eine Linie oder vielmehr zwei Linien dazu. Wozu die gut sind, werde ich euch auch gleich zeigen. So, dann setzen wir hier die Punkte auf die Linie vom Viereck auf. Damit ist quasi jetzt unsere Platine in vier Teile segmentiert. Und wir nehmen noch das Ganze hier und ebenfalls hier. Damit ist diese Skizze vollständig eingeschränkt. Und wir haben jetzt hier vier Elemente. Was jetzt nicht mehr geht, ist das Aufpolstern. Da kommt eine Fehlermeldung, weil dieser Sketch jetzt hier für FreeCAD nicht mehr in sich schlüssig ist. Das ist aber für KiCad völlig unrelevant. So, dann habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier ein neues Projekt über neues Projekt erstellen. Schon ein neues Projekt erstellt, also hier aufgeben, dann im Ordner Projekte den Namen eingegeben. In dem Fall hier Copy PCP. Und habe das schon mal erstellt. Das Projekt ist leer, da ist noch nichts drin. Es geht nur darum, diese KiCad-PCB-Datei zu haben, damit wir jetzt hier diesen Sketch hinein importieren können. So, dazu öffnen wir dann im Anschluss unser KiCad-Step-Up-Modul. So, jetzt möchte er hier Updates haben, das lassen wir an dieser Stelle mal weg. Und wir nutzen hier Push-Pull-Sketch-From-To-PCP-Edge. So, dann wechseln wir hier in den Projektordner und wir haben hier oben das neue Projekt Copy PCP KiCad. Wir bestätigen mit Ja, bestätigen die gesamten Meldungen. Damit ist eigentlich hier schon unsere ganze Geschichte erledigt. Das brauchen wir hier, den Sketch hebe ich mir jetzt an dieser Stelle nicht auf. Wer das möchte, kann es natürlich gerne speichern. Als nächstes öffnen wir hier unser PCB-Layout und wir sehen also jetzt hier sind die Umrandungen eingefügt und wir haben jetzt also hier einen Edge Cut mit 10x10 und hier 5x5 auf diese vier Innenelemente. So kann ich das natürlich aber nicht an den Hersteller von der Platine geben, weil der kann jetzt hier nicht durchschneiden. Wir wollen ja diesen Nutzen haben. Deshalb müssen wir jetzt ins F-Silk wechseln oder in Drawings User. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich nutze jetzt mal hier F-Silk, sage ich euch auch gleich warum. Und dann wechseln wir hier auf diese Platine, auf diese innere Linie, klicken die an und mit der Taste E gehen wir hier hinein und verschieben unser Layout in F-Silk. Damit wird das also jetzt kein Edge Cut mehr, sondern eine gezeichnete Linie, die aber hier genau bei 50 exakt sitzt. Und das gleiche machen wir hier mit der anderen inneren Linie, ebenfalls mit E für Eigenschaften und wir nehmen das als Bestückungsdruck Oberseite. So, jetzt habt ihr hier im Prinzip eine Platine von 10x10 mit
zwei Linien drauf, die dann auch gedruckt werden im Bestückungsdruck. Und hier könnt ihr dann selbst eure Platine entsprechend zerschneiden und hier eure vier Einzelschaltungen nutzen. So, das war der erste Streich. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Schaltung. Dazu gehen wir jetzt hier in unseren Schaltplan-Editor. Und ich nehme jetzt hier mal ganz einfach Quick and Dirty ein paar Bauteile und werde die mal reinsetzen. Dann nehmen wir hier mal den BC5, halt, 547. Na, vertippt. So, nehmen wir einmal den Kameraden hier. Dann setzen wir noch einige Bauteile dazu. Einmal unseren Widerstand hier. So, das Ganze machen wir dann auch nochmal an dieser Stelle. Nicht schön, aber selten. Und wir fügen noch hinzu zwei Konnektoren. Die setze ich jetzt also mal hier hin. Mit der Steuerung C-Taste kann ich hier kopieren. Mit R kann ich rotieren. Das an dieser Stelle nochmal erwähnt. So, damit haben wir also diese Bauelemente hinzugefügt. Jetzt müssen wir hier noch verbinden. Das tun wir mal an dieser Stelle hier. Ich hatte auch das schon mal gezeigt, man kann hier über die Bauteile drüber gehen, dann werden die automatisch verbunden. Und wir ziehen das Ganze hier entsprechend heran. Dann noch unsere Basis. So. Und wir ziehen entsprechend noch hier unseren Ausgang für diese beiden Konnektoren. Und damit soll mal unsere Schaltung jetzt hier fertig sein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen hier noch ein paar Values. Ich gehe hier mit dem wechsel das Werkzeug, schalte aus, gehe in den Cursor-Modus. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, mit V kann ich hier mal einige Values eingeben. Was weiß ich, machen wir hier mal 1 Kilo. Und hier können wir nochmal von mir aus 100 Ohm. Das spielt jetzt hier an dieser Stelle keine Rolle. Ihr macht das natürlich richtig in eurer Schaltung, ist keine Frage. Damit das dann auch alles zusammenpasst, immer die Taste V drücken und ihr könnt entsprechend hier direkt die Value-Werte eintragen. So, damit soll unsere Schaltung mal hier an dieser Stelle fertig sein. Wir müssen als nächstes eine Annotation durchführen. Das hat also hier soweit geklappt. Damit sind jetzt unsere Widerstände bezeichnet und auch unsere Konnektoren etc. Dann brauchen wir als nächstes den DRC-Check, ganz wichtig, den sollte man immer mal durchführen. Er sagt jetzt hier fertig, hat hier keine Fehlermeldungen gefunden, ist ja auch alles verbunden. Was ich jetzt nicht gemacht habe hier in diesem Schaltplan für das Beispiel, ist nicht ganz so wichtig, hier eine Spannung und ein Power-Symbol anzufügen oder den Ground. Das habe ich jetzt mal hier an dieser Stelle weggelassen. Wenn ihr das natürlich braucht, muss das dann in den Schaltplan mit rein. Aber es geht ja jetzt hier ums Kopieren dann auf der Platine. Deswegen möchte ich das jetzt hier nicht zu weit ausbauen, das wird zu viel. So, der ERC-Check haben wir gemacht oder DRC-Check haben wir gemacht. Wir brauchen unsere Konnektoren. Dazu brauchen wir einfach mal die beiden Konnektoren. Da habe ich hier die Connector PS. Und zwar ist das sind das solche Steckkonnektoren, die gibt es beim Versender aus Sande bzw. auch beim Versender aus Bayern. Sind recht gut, werden noch von der deutschen Firma hergestellt. Und da habe ich mir also hier eine entsprechende Bibliothek erstellt. So, zweifach, die beiden vergeben wir hier. Dann haben wir hier noch die vier Transistoren. Da gehen wir hier runter. Wo sind wir? Resistor THD. Dann nutzen wir hier die DIN 207 mit 7,62 Horizontale.
Verbindung. Das kann man sich dann hier auch nochmal anschauen lassen. Das sind also, so sieht das Bauelement dann aus auf der Platine. Und die geben wir hier ebenfalls zum Besten. Wir bestätigen mit OK und erzeugen jetzt die Netzliste. Netzliste erstellen wird automatisch im Projektordner gespeichert. Damit ist die Netzliste erstellt. Wir können jetzt unseren Platinen- oder ja, Platinen-Editor öffnen und die Netzliste einlesen. Das tun wir dann hiermit. Mit PCB aktualisieren können wir das hier aktualisieren. Ich gehe auf Schließen. Jetzt hängt das hier an meinem Cursor. Ganz wichtig, ihr könnt das jetzt hier oben reinmachen. Fangt hier oben links an, das empfehle ich euch. Braucht ihr später keine negativen Vorzeichen einstellen beim Array erstellen. Oder ich zeige es euch mal hier an dieser Stelle. Ich mache es jetzt explizit mal hier unten. Dann gibt es da noch eine Kleinigkeit zu beachten. Ich lege die Bauelemente mal ab. Die sind jetzt hier positioniert. Wir gehen mal hier noch in die Netzlinieneinstellung, also in die Netzklassen. Ich belasse das jetzt mal hier bei dieser Default-Netzklasse. Da sind auch alle entsprechenden Netze drin. Ich möchte hier nur die Leiterbandbreite mal auf 0,8 ändern, dass wir das besser sehen. So, jetzt können wir hier entsprechend unsere Bauteile positionieren. Einmal anklicken, Linksklick, mit der Taste M entsprechend moven für bewegen. Auch hier wieder mit R rotieren. Das gleiche dann hier wieder M, R auf die jeweilige Seite. Dann schieben wir uns mal hier die Widerstände etwas beiseite. Wir können jetzt hier, ich schalte mal hier die Netzlinien aus, das ist nicht zu sehr verwirrt, dann den Transistor positionieren mit Rotate. So, auch hier noch ein bisschen Positionierungsarbeit leisten. Hier bitte nicht zu sehr an die Mittellinie herangehen. Also ruhig ein bisschen weiter weg. Ihr müsst natürlich hier in eurem Quadranten bleiben. Das ist ganz wichtig, denn wie gesagt, ihr wollt ja hier das viermal verteilen. So, dann können wir hier nochmal diese drei Hauptbauelemente mit dem Cursor markieren, dann einen Rechtsklick durchführen und wir können anschließend die Ausrichtung durchführen. Machen wir es hier mal mittig ausrichten. Damit sind jetzt alle drei Bauelemente mittig ausgerichtet. Ich schalte jetzt die Netzlinien wieder ein, damit hier unsere Widerstände sauber positioniert werden können. Auch hier kann ich wieder mit Move der Taste M und entsprechend mit R rotieren und meine Bauelemente platzieren. Anklicken, M und entsprechend bewegen und rotieren mit R. So, gut. Ich habe die jetzt mal hier grob positioniert. Das ist auch jetzt hier so nicht ganz richtig, aber das reicht. Wir können natürlich jetzt auch entsprechend hier unsere Leiterbahnen ziehen. Moment, das machen wir natürlich auf der Unterseite. Wir ziehen hier also die Leiterbahnen, verbinden die einzelnen Elemente unserer kleinen Platine hier. Und wenn wir das dann entsprechend gemacht haben, so haben wir also jetzt hier unsere Platine geroutet. Mit Escape kann ich hier das Werkzeug wieder abbrechen.
Das soll jetzt mal unsere kleine Platine sein. Ganz wichtig ist, jetzt müsst ihr den nächsten Schritt an dieser Stelle tun, nämlich den DAC-Check hier an dieser Stelle durchführen. Was wir an dieser Stelle noch nicht tun, ist eine Fläche ziehen. Also Flächen erst, wenn ihr die Platine hier vervierfacht habt, also diese Bauelemente hier viermal kopiert habt. Dann werden erst die Flächen gezogen. Jetzt müssen wir das erstmal hier an dieser Stelle so machen, dass wir jetzt den DAC-Check laufen lassen. Ich prüfe das mal. Er sagt jetzt hier keine Probleme gefunden. Es gibt auch keine nicht verbundenen Elemente. Und jetzt wollen wir das also hier auf diese vier Sektoren verteilen. Dazu müssen wir jetzt hergehen und hier sauber einmal alles markieren. Und zwar nur diese Bauelemente mit den Leiterbahnen. Also bitte nicht den Edge Cut mit oder diese Bestückungsdrucklinien, diese bitte nicht. So, wenn das markiert ist, gehen wir jetzt her, Rechtsklick. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder über Duplizieren mit Steuerung D und dann mit Steuerung V wieder freihändig aus- oder einpositionieren. Aber wir haben ja hier eine quadratische Platine, da machen wir hier also mal ein Array erstellen und erstellen uns aus diesen ganzen Elementen ein sogenanntes Array. Und zwar horizontal 2, vertikal ebenfalls 2. Und wir hatten ja eine Platinenkantenlänge von 100 mm, deswegen nehmen wir die Hälfte, dass wir hier in jeden Quadranten kommen, von 50 mm und ebenfalls hier 50 mm im Abstand horizontal und vertikal. So, und jetzt geht das Ganze schief, und zwar, weil wir hier eine positive Zahl haben. Deswegen hatte ich gesagt, fangt hier oben an. Wenn das jetzt diese Schaltung hier oben sitzen würde, wäre das alles sauber und richtig. Aber wie kann man dieses Problem beheben? Wir machen das Ganze nochmal rückgängig. Ich markiere hier nochmals diese Bauelemente inklusive der Leiterbahnen, Rechtsklick, Array erstellen, und wir machen einfach hier den vertikalen Abstand auf minus 50 und et voilà, die Schaltung ist jetzt hier sauber viermal in diesen Quadranten aufgebaut. Was jetzt allerdings passiert, und das lässt sich nicht vermeiden, es werden jetzt neue Netzlinien gezogen, weil diese Netze behalten ja ihre Bezeichnung. Diese Netzlinien sind aber nicht nötig. Die dürft ihr jetzt auch an dieser Stelle nicht mehr routen. Ja? Sonst kriegt ihr Fehler. Deswegen ist jetzt auch hier ein DAC-Check an dieser Stelle schon nicht mehr möglich, denn er sagt jetzt, dass er hier 15 nicht verbundene Elemente hat. Ja, das heißt also, wer so einen Nutzen macht, bevor ihr hier so ein Array erstellt oder diese Elemente frei kopiert und wieder einfügt, müsst ihr vorher diesen DAC-Check machen. Das heißt, die Schaltung muss komplett elektrisch in Ordnung sein und geprüft sein, und dann könnt ihr das hier entsprechend erstellen. Ich kann mir jetzt diese Netzlinien ausblenden. So sieht diese Platine dann auch fertig aus, und ich habe es auch nachgeprüft. Wenn ihr diese Platine mit diesen Luftlinien, die jetzt hier zwar zu sehen sind, auch als Gerber exportiert, werden diese Luftlinien nicht mit exportiert, und im Gerber-Viewer seht ihr wirklich dann diese Ansicht, die so aussieht. Ja, damit wären wir eigentlich fertig. Jetzt können wir diese ganze Sache hier speichern. Damit ist das alles kopiert, und ihr könntet jetzt eine Platine beim Hersteller eures Vertrauens erstellen lassen und hättet dann also eine Platine 10x10 Kantenlänge mit viermal dieser Schaltung mit dem Transistor und hier dieser Bestückungsdruck. Den könntet ihr dann nutzen, um eure Platine selbstständig entsprechend zu schneiden und hier vier Einzelplatinen draus zu machen. Es gibt auch Hersteller, die bieten das auch schon mit an. Da muss man sich mal auf den jeweiligen Webangeboten damit vertraut machen, um da eventuell auch den Nutzen noch zu erhöhen. Und dann kriegt man die sogar schon fertig geschnitten. Auch da gibt es verschiedene Angebote. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, die Frage ist damit gelöst. Das ist ein Weg, und es gibt sicherlich noch viele andere, aber so kann man es machen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.